in Köln in letzter Zeit echt so ein Glück mit dem Wetter. Willkommen zum heutigen Dennerstag. Nachdem ich in den letzten Tagen wieder viel unterwegs war, wollte ich heute einfach nur einen klassischen Fragen beantworten, Dennerstag, Mann. Aber bei dem guten Wetter machen wir es natürlich draußen. Ich bin mal ein bisschen rausgefahren aus Köln, hier an den Rhein. So ein bisschen spazieren wird auch einfach mal gut. Und ich glaube, das hier ist eine ganz gute Stelle, um eure Fragen zu beantworten. So, die erste Frage kommt von der Fiona und die fragt RTV: Freust du dich schon auf das gute Wetter im Sommer? Und wenn ja, warum? Und ja, was soll ich sagen, wenn mir die letzten Sonnenstrahlen des Tages ins Gesicht kommen. Ich freue mich mega auf den Sommer. Allein das gute Wetter jetzt schon im Frühling, wo es mal ein paar Tage gibt, die ein bisschen wärmer sind, wo eben die Sonne rauskam. Das alles macht mich einfach von Grund auf schon mal so viel glücklicher. Deswegen ja, ich freue mich natürlich absolut auf den Sommer. Die Aline fragt: Kannst du schon eine Kleinigkeit zu dem geheimen Projekt sagen? Ja, das geheime Geheimprojekt, in dem ich ja vor allem schon in den Snapchat-Stories schon gesprochen habe. Wir haben untereinander abgemacht, dass wir noch nichts dazu sagen, deswegen kann ich nichts Genaues sagen. Aber vielleicht einen kleinen Hinweis, dann könnt ihr euch vielleicht schon mal was denken. Das geheime Geheimprojekt wird meinen Alltag und auch den Alltag der anderen Jungs, die dabei sind, ziemlich verändern. Bin mal gespannt, ob dadurch schon mal irgendjemand auf die richtige Fährte kommt. Der Summit fragte: Hashtag Dennerstag, kannst du mal bitte wieder ein Video mit deinem Bruder aufnehmen, so wie in den alten Zeiten? Ja, und das werde ich. Der wird mich nämlich nächste Woche besuchen und dann werden wir gemeinsam nach Irland fliegen und da werde ich auch ein bisschen was vloggen. Und der hat mir lustigerweise gerade eben auch, als ich hier noch spazieren war, erst geschrieben, dass er heute sein Abi geschrieben hat. Scheint nicht ganz schlecht gewesen zu sein und hat interessanterweise sogar irgendeinen Punkt benutzen können, über den ich mit ihm letztens diskutiert hatte. Das freut mich natürlich. So, und die nächste Frage kommt von der Kitty und sie fragt: Hashtag Dennerstag, vermisst du es, mit den anderen zusammen in ein Haus zu leben oder sind separate Wohnorte besser, abgesehen von Fans vor der Tür? Bis vor knapp einem Jahr habe ich noch im YouTube-Haus gewohnt, mit unter anderem Taddle und Adi, mit Simon Unge und mit Revi und Paluten. Und ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich, wir sind nach und nach ausgezogen, weil wir eben große Fanprobleme hatten. Das ist jetzt auf jeden Fall viel besser, also in meiner jetzigen Wohnung hatte ich das eigentlich noch gar nicht. Aber ich muss sagen, man vermisst es auf jeden Fall. Wenn man mit so guten Freunden im einen Haus zusammen wohnt, dann kann man einfach so viel Scheiße zusammenbauen. Man muss so kurz durch ein Haus gehen, dann kann direkt mit den Freunden chillen. Wir haben einfach so viel unternommen die ganze Zeit. Das war schon gut und das ändert sich ein bisschen, wenn man sozusagen ein bisschen weiter weg wohnt. Aber für mich war es der richtige Schritt und es hat eben auch viele Vorteile, so ein bisschen abgetrennter zu leben. Und ich bin auch einfach jemand, der sehr gerne sehr viel Zeit alleine verbringt und einfach ein bisschen chillt. Deswegen, um die Frage abschließend zu beantworten, ja, ich vermisse das ein bisschen, aber ist auch cool, so wie es jetzt ist mit der neuen Situation. Der Luca fragt, @dntv_hashtag, auf was freust du dich am meisten auf der Longboard Tour 2? Wie ich das bei der ersten Frage schon gesagt habe, ich liebe es einfach, wenn man draußen in der Sonne ist, unterwegs ist, ein bisschen was unternimmt. Das Ganze füllt dann einfach mit so viel Energie und man ist so glücklich. Und das sind auch meine besten Erinnerungen an die Longboard-Tour. Ich war neulich erst unter anderem mit Simon und Cheng essen und da haben wir direkt wieder über so viele Erinnerungen von der Longboard-Tour gesprochen. Das sind einfach Erlebnisse, die man irgendwie nie vergessen wird. Wenn man so eine lange Zeit gemeinsam unterwegs ist und eben nur ein Longboard hat und einen Rucksack, in dem alles drin ist, das schweißt einen zum einen ziemlich zusammen und einfach auch jedes Erlebnis, das man so auf der Tour hat, wird irgendwie zu was Besonderem. Ich weiß noch, als wir an einem Tag einfach nur richtig lange die ganze Zeit gefahren sind und irgendwann kam ein See, an dem man Tretboote ausleihen konnte. Und wir haben uns ein Tretboot ausgeliehen und es war so super günstig. Es hat irgendwie 1,50 € gekostet oder so für eine Stunde Tretboot ausleihen. Und wir haben uns einfach mega gefeiert. Haben uns eben so ein Tretboot ausgeliehen, sind auf den See rausgefahren, sind zwischendurch, glaube ich, fast untergegangen. Und wer mich ein bisschen verfolgt, weiß, dass ich in meiner Wohnung auch so ganz viele Fotos von allen möglichen Sachen an der Wand hängen habe. Und auch davon habe ich mir ein Foto aufgehangen, weil das auch eines der Momente eben auf der Tour war, an die ich mich so gut erinnern kann. Das war eigentlich nichts super Besonderes, aber wir hatten einfach super viel Spaß zusammen. Das Wetter war genial. Und auf genau sowas freue ich mich einfach eben auch auf der zweiten Longboard-Tour. Die nächste Frage kommt von jetzt Menko BRGHRN. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie anders aussprechen sollte, aber er hat auf jeden Fall eine interessante Frage gestellt. Und zwar, @dntv, was sind in deinen Augengründe dafür, dass sich die deutsche YouTube-Szene so schlecht entwickelt, Hashtag Dennerstag. Ich denke mal, es spielt ein bisschen darauf an, dass wir in letzter Zeit so sehr boulevardmäßigen Content auf YouTube haben. Es gibt kaum qualitativ wirklich hochwertigen Content. Es wird alles nur auf Klicks ausgerichtet. Auf den Thumbnails sieht man rote Kreise, rote Pfeile. Ich habe sowas ja auch schon mal gemacht. Und ich denke, das Problem an der Sache ist eben, dass genau das funktioniert. Beziehungsweise vielmehr, dass es ohne das einfach deutlich schlechter funktioniert. Er hat das in seiner Frage auch auf die deutsche YouTube-Szene fokussiert. Und ich denke, da gibt es auf jeden Fall einen Unterschied zur internationalen Szene, vor allem eben die amerikanische Szene. Ich denke, ein großer Unterschied dort ist, dass es zum einen ein viel größeres Publikum für qualitativ hochwertigen Content gibt. Was zum einen daran liegt, dass sie einfach dort schon ein bisschen weiter sind. Deutschland hängt in solchen Dingen wahrscheinlich immer ein paar Jahre hinterher und das wird sich auch noch bei uns ändern. Aber dadurch sind eben zum einen auch deutlich ältere Leute auf der Plattform unterwegs und was zum einen vielleicht an der Mentalität der Leute dort liegt, zum anderen aber eben auch daran, dass die Szene dort einfach schon ein bisschen weiter ist. Die Leute sind bereit, dort mehr Geld für den Content auszugeben. Natürlich gibt es dort auch diesen Boulevard-Content in rauen Mengen. Aber dort ist eben, auch weil sich die Sachen eben viel besser refinanzieren lassen, anderer, qualitativ viel hochwertiger Content möglich. Als Beispiel wäre da zum Beispiel die Video Game High School. Das ist eine extrem hochwertig produzierte Serie, die die Zuschauer mit ihrem eigenen Geld auf einer Crowdsourcing-Plattform überhaupt erst finanziert haben. Solche Versuche gab es in Deutschland auch mal. Ich glaube, ein Beispiel ist zum Beispiel Tube Clash. Aber das Ganze passiert leider viel seltener und auf einem deutlich niedrigeren Niveau. Dazu kommt, dass das Ganze so ein bisschen ein Teufelskreis ist. Weil wenn man jetzt gerade als potenziell neuer Zuschauer oder vielleicht sogar potenzieller neuer Produzent von neuem Content, von hochwertigem Content, auf die YouTube-Startseite kommt, den Content, den man da sieht,
das ist, denke ich, für die allermeisten Leute eher ziemlich abschreckend. Das Ganze wird dominiert von Pranks, sozialen Experimenten, sehr viel Gaming-Content, gegen den an sich natürlich nicht einzuwenden ist. Ich denke, alles hat so ein bisschen seinen Platz auf YouTube, abgesehen von moralisch fragwürdigen Sachen, wie so manche Pranks und manche soziale Experimente und so weiter. Aber an sich finde ich es im Internet und eben auf YouTube das Coole, dass alles so seine eigene Nische hat. Jeder kann das hochladen, worauf er Lust hat, und die Zuschauer wählen aus, was sie wollen. Durch das Fehlen von wirklich hochwertigen und anspruchsvollen Content kommen eben nur diese ganzen boulevardmäßigen Sachen oder eben auch Gaming zum Beispiel in den Vordergrund. Und wenn man diese Sachen sieht, dann hat man, glaube ich, wenig Hoffnung, damit mit neuen Content bestehen zu können, oder als Zuschauer eben hat man wenig Lust, nochmal hinzukommen, um zu suchen, ob es vielleicht irgendwann besseren Content gibt. Aber mal schauen, ich würde nicht alle schwarz malen. Ich denke mal, in Deutschland braucht es ganz einfach noch ein bisschen Zeit, und ich hoffe, dass wir in einigen Jahren auch sehr hochwertigen Content im Web auf Deutsch haben, unter anderem eben auf YouTube. So, die nächste Frage kommt von der Janina, und sie hat gefragt, Herr Dänerstag, hast du ein Prinzip, wie du die Dänerstag-Fragen auswählst, also nach bestimmten Kriterien, oder ist das eher random? Ich frage ja meistens auf Twitter eben nach neuen Fragen für den Dänerstag, und da kommt so viel rein. Und die meisten Fragen, die ich da bekomme, die habe ich auch schon tausendmal gestellt bekommen. Und deswegen, ich suche immer eher so nach neuen Fragen, zum Beispiel wie die letzte Frage, die sich eben um ein bestimmtes Thema dreht, und am besten natürlich eines, was mich selbst sehr interessiert, zu dem ich irgendwie eine gewisse Meinung habe, die ich eben so mit euch teilen kann. Aber wer den Dänerstag schon ein bisschen kennt, der weiß, dass noch häufiger irgendwelche unsinnigen Fragen dabei, Fragen von Revi oder nach dem Wetter. Ich glaube, das hatten wir heute sogar auch schon. Deswegen, ja, wenn ich irgendwas sehe, dann nehme ich das hier einfach rein. Und die letzte Frage kommt von der Ellie, von @pech_ellie, und sie fragt, wow, riesige Hummel, direkt an der Kamera. Die Hummel ist gegen die Kamera gestoßen und ist abgestürzt, und jetzt liegt sie da faul rum. Alles okay? Scheint alles gut zu sein, kann weitergehen. Also die Ellie hat gefragt, hast du gute Tipps, wie man sich motivieren kann, etwas zu tun? Ich glaube, ich bin da so ein bisschen der falsche Ansprechpartner, weil ich kenne das auch sehr, dass ich alles Mögliche, was ich einfach tun möchte, so ein bisschen immer nach hinten schiebe, ein bisschen prokrastinieren heißt es ja. Aber meistens scheitert es eben einfach nur an einem selbst. Normalerweise hat man ja einen Grund, warum man eine bestimmte Sache tun sollte oder tun möchte. Und diesen Grund sollte man sich halt einfach immer mal wieder ins Gedächtnis rufen. Okay, sie fliegt wieder. Was ich aber eigentlich sagen wollte, zum Beispiel für die Schule oder fürs Studium zu lernen. Warum macht man das? Wahrscheinlich in den meisten Fällen, weil man für sich selbst einfach eine gute Note haben möchte und sich damit eben gewisse Chancen erarbeiten möchte für die Zukunft. Und wenn man einfach nur ganz kurz daran denkt, dann sollte einem schon klar sein, es gibt keinen Grund, das Ganze zu verschieben. Deswegen einfach machen. Man muss sich einfach überwinden und einfach machen. Ich habe da für mich in meinem Leben auf jeden Fall noch nichts gefunden, wo ich sagen würde, okay, dadurch mache ich das irgendwie leichter. Es ist einfach für mich, man muss es machen. Es gibt keine Entschuldigung. Einfach machen. Aber manchmal ist es eben einfach so schön bequem, irgendwelche Sachen nicht zu machen, aber daran sollte man es einfach nie scheitern lassen. Okay, soweit zu der letzten Frage. Ich habe jetzt aber noch eine wichtige Mitteilung zu machen, und zwar für alle von euch, die noch zur Schule gehen. Und das von der 5. bis zur 10. Klassenstufe. Denn am 28. April, das ist der Donnerstag in ziemlich genau einer Woche, findet schon der Girls' Day und der Boys' Day statt. Falls ihr nicht davon gehört habt, der Girls' Day ist sozusagen der Mädchen-Zukunftstag und der Boys' Day ist sozusagen der Jungen-Zukunftstag. Und in diesem Tag könnt ihr einfach mal einen Beruf ausprobieren, in dem im Moment vielleicht noch vor allem das andere Geschlecht arbeitet. Zum Beispiel der Beruf des Kfz-Mechatronikers, in dem arbeiten vor allem Männer, aber wer sagt denn, dass die Mädels das nicht mindestens genauso gut können. Oder für die Jungs zum Beispiel der Beruf des Kindergartners. Das ist auch ein Beruf, in dem im Moment vor allem Frauen arbeiten. Aber ich muss sagen, damals bei mir im Kindergarten, wilde Zeit natürlich, hatte ich einen männlichen Erzieher, und der war ziemlich, ziemlich cool. Und das Ganze könnt ihr dann am 28. April einfach mal für euch ausprobieren. Das Ganze ist je nach Schule entweder direkt eine Schulveranstaltung, oder ihr könnt euch dafür vom Unterricht freistellen lassen. Wenn ihr noch mehr zu der ganzen Sache erfahren wollt, oder wenn eure Lehrerin oder euer Lehrer das Ganze noch gar nicht kennt, dann schickt ihr mal einen Link, der steht in der Beschreibung. www.dasbringtmichweiter.de, alles zusammengeschrieben. Ich finde das Ganze einfach eine super Sache, weil es diese typischen Geschlechterklischees einfach abbaut. Ich selbst lasse mich ja auch von keinen Rollenklischees irgendwie beeinflussen. Meine Schwester spielt besser Fußball als ich. Man sollte einfach immer genau das machen, was einen selbst glücklich macht, was einen selbst erfüllt. Und das ist im Endeffekt dann eben typisch ich. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß bei der ganzen Aktion, und vielleicht findet ihr euren Traumjob dabei. Mich würde es mal interessieren, was für euch so typisch ich ist. Schreibt es mir mal gerne unten rein in die Kommentare. Und wenn ihr beim Girls oder Boys Day mitmacht und schon eine Idee habt, was für ein Beruf das ist, dann lasst mich auch gerne wissen unten in den Kommentaren. Ansonsten war es das für mich für heute. Vielen Dank euch fürs Zuschauen. Drückt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, und macht's gut. Ciao.